Gerne erkläre ich dir, wie du in Excel diese Beträge da unten zusammenzählen kannst. Das heißt, du klickst da unten hinein, gehst auf Gleich, schreibst dann Summe, weil addieren das Ergebnis eine Summe ist. Dann öffnest du es mit einer Klammer und jetzt verlangt es dir, welche Zahlen du da zusammenzählen kannst. Klick da oben in die erste und könnte jetzt mit Doppelpunkt und dann in die letzte klicken. Das heißt, es wird die Summe von da oben bis da unten berechnet. Oder ich habe die Möglichkeit, dass ich da hinten das dann nach unten ziehe und auch da bis da unten hinziehe, mit Klammer beende und auf Enter klicke.